Die Leute werden gerettet. Sie kommen auf die Insel. Dann nimmt die Kommission das Telefon und fragt, wer macht mit? Wissen Sie, es sind 5, 6 Länder, die mitmachen. Die Österreicher jodeln vielleicht dann irgendwie durch die Gegend. Bitte zunächst die Polemik zu unterlassen. Österreicherinnen und Österreicher jodeln nicht, jedenfalls nicht, wenn es um ernste Themen geht. Österreich hat allein in diesem Jahr schon mehr als 3.800 Kinder aufgenommen, ohne großes Aufhebens darum zu machen. Österreich hat seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 mehr Kinder aufgenommen als etwa Deutschland oder auch Luxemburg, und zwar deutlich mehr, doppelt so viele. Die 1.500 zusätzlichen Flüchtlinge, die Deutschland im Alleingang holt, ist das jetzt gut oder schlecht? Gut. Kann ja nur gut sein. Man kann Luxemburg 150 Mal in Deutschland hineinstecken. Sie haben jetzt mit dem Finger auf Sebastian Kurz gezeigt und die Österreicher. Sie könnten aber auch einfach sagen, es ist Ihr Scheitern. 2015 waren Luxemburg hatte die EU-Ratspräsidentschaft. Sie haben die europäischen Innenminister zusammengebracht. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben recht. Die Österreicher haben sozusagen das, was wir jetzt in Moria sehen, durch die komplette Verweigerungshaltung, so verstehe ich Herrn Asselborn, erst möglich gemacht. Fühlen Sie sich als verantwortlich für das, was da jetzt in Griechenland passiert? Wir müssen uns nicht in Europa gegenseitig mit Kraftausdrücken bezeichnen oder einander unterstellen, die europäischen Werte nicht zu vertreten oder unsolidarisch zu sein. Das weise ich zurück von Herrn Asselborn. Österreich sogar mit dem Innenminister persönlich an der Spitze hat heute die Hilfsgüter für die Errichtung von 2000 Plätzen für Migrantinnen und Migranten in den zerstörten Lagern bereits nach Griechenland gebracht, und zwar Plätzen mit sanitären Einrichtungen. Das ist die unmittelbare Hilfe. Herr Asselborn hat den Vorwurf gemacht, an Österreich scheitert es, dass man eine europäische Lösung macht. Es gibt sie, die Schleuserkriminalität, und es ist die abscheulichste Kriminalität, die das 21. Jahrhundert kennt. Sie gefährdet Menschenleben. Es gibt sie, die Entwurzelung von Menschen durch falsche Versprechungen in den Herkunftsländern. Wir müssen die Fluchtursachen dort bekämpfen. Ja, und es gibt sie, die Pull-Effekte, wie das auch vorhin in der Sendung genannt wurde, die dazu führen, dass immer mehr Menschen nachkommen unter falschen Vorstellungen, obwohl sie eben kein Asylrecht haben. Wir sollten helfen, vor Ort in den Herkunftsländern sich erpressen zu lassen. Das kann keine staatsverantwortliche Haltung sein. In der Not unbedingt helfen, aber sich nicht erpressen lassen. Ich bin der Einzige seit 2015, der noch bei den Immigrationsministern dabei ist. Österreich ist doch so ein freundliches Volk. Ich kann mir in meinem kleinen Kopf nicht vorstellen, dass man die Unmenschlichkeit in diesem Europa der Werte, dass man das noch verzeiht. Ich weiß noch genau, wo ich gerade war am 26. August 2015, als 71 tote Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten durch Schlepper in die Versuchung geführt, ihr Geld auszugeben und ja, in den Tod zu gehen, nur noch tot auf der Autobahn gefunden werden konnten, ebenfalls in Ostösterreich. Das ist das Ergebnis der kriminellen Schlepperbanden, die Menschen durch falsche Versprechungen entwurzeln. Sie haben von den Toten im Mittelmeer gesprochen. Nee, und durch von den Lebenden, die gerettet werden im Mittelmeer. Wenn man einen falschen Eindruck macht, wenn man so tut, als wäre das Asylrecht auf jede und jeden zutreffend, obwohl es ein sehr klares Recht ist, wie auch Ursula von der Leyen heute im Europäischen Parlament auf die Nicht-Scheinwerfer gerichtet auch gesagt, ist entstanden. Madame von der Leyen hat auch gesagt, dass Europa muss sehr solidarisch und verantwortungsvoll an die Migrationsproblematik herangehen. Es hat bisher nie geklappt, dass die Europäer mit den unterschiedlichen Interessen an einem Strang ziehen. Sie können die Ungarn nicht zwingen, Sie können die Österreicher nicht zwingen. Wenn die partout keinen aufnehmen wollen, werden sie es nicht tun. Wissen Sie, wir können auch keinen zwingen, in der Europäischen Union zu bleiben. Ja, aber Sie können sie auch nicht rauswerfen. Das haben Sie ja versucht bei Ungarn 2016. Es hat nicht funktioniert, es gibt dafür keinen Mechanismus. Luxemburg ist ein Land von 48% Ausländern. Und ich kann Ihnen nur sagen, es sind 7000 Menschen, die seit 2015 an unsere Tür geklopft haben. Viele sind geblieben und das hat unser Land bereichert. Ich muss erst mal noch sagen, ich muss mich ein bisschen sammeln gerade, weil ich fand, dass Herr Asselborn an manchen Stellen so polemisch, unsachlich und auf seine Weise auch populistisch war, dass ich dann noch einiges dazu sagen könnte, tue ich aber nicht. Wir haben eine gute Regel hier, dass wir sagen, dass man jemanden, der nicht mehr anwesend ist, auch nicht mehr kommentiert, aber beim nächsten Mal gerne dann gemeinsam. Ich wollte nicht dazwischen rufen, deswegen, ich sammle mich jetzt.